Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Wir haben so ein bisschen mit Eisenmangel zu kämpfen. Immer noch oder schon wieder mittlerweile. Dann man ran an die Geschichte. Irgendwo müssen wir hier Eisen finden. Ich habe hier schon tausendmal geguckt, irgendwie. Ich kann es mir nicht merken. Hier ist Kohle. Wir haben doch hier diese nette Karte. Vor allem, ich glaube, ich bin hier auch nicht in meinem Gebiet, nur so ganz nebenbei bemerkt. Auch das ist immer so ein Problem. Bis jetzt war ja immer alles mein Gebiet. Und dann kam eine Fraktion, also ein anderes Dorf dazu. Jetzt haben wir schon zwei davon, hier rum existieren. Die einem das Leben so ein bisschen schwieriger machen. Insofern, dass man halt nicht alles gehört, was hier so rum existiert, landmäßig. So, ja, also wie gesagt, Karte. Wenn man hier so ein bisschen reinzoomt. Gut, die Gebäude sind als Gebäude durchaus erkennbar. Das hier sollen wohl Steine sein. Oh, das ist sogar Stein, zufälligerweise. Was ist das? Kohle. Ah, okay. Das ist dann wieder Stein oder was? Genau, da haben wir. Hier fehlt irgendwie so eine Legende, das wäre hilfreich. Oder gibt es eine, die hier vielleicht irgendwie versteckt ist? Minimap fokussieren? Nee. Liebe Entwickler, macht mal eine Legende. Das wäre hilfreich. Richtig? Achso, das sind die Felder. Alles klar. Oh, cool. Die werden dann so gekennzeichnet. Also das ist, habe ich jetzt... Ach, das ist jetzt Kupfer. Das ist kein... das sieht hier so ein bisschen anders aus. Sogar hier sieht man, ne, so ein bisschen eine andere Färbung. Das sind diese beiden Kupferblöcke hier. Und ein so ein Steinblock. Hier haben wir Stein, da haben wir Kohle. Kohle, das ist dieses Teil dann. Hier, da, das wahrscheinlich. So, wie sieht denn Eisen aus? Ich habe jetzt alles schon gefunden. Oder fast alles. Aber noch kein. Noch kein Eisen. Das sieht irgendwie interessant aus. Das ist Kalkstein. Och, okay. Das ist wieder normaler Stein. Okay, ja, so langsam kommen wir durch. Dann ist das auch wieder Kalkstein, ne? Genau. Und Kupfer in dem Fall. Silbererz. Das ist Silbererz. Okay. Aber wo ist denn... Gibt es hier kein Eisen? Oder sehe ich das nur nicht? Kalkstein, Kupfer. Das war dunkles. Eisenerz. Ah, cool. Ist das zufälligerweise unser Gebiet oder bin ich jetzt hier schon... Naja, das sieht aus, als wenn ich da noch in unserem Gebiet wäre. Oder mittlerweile ist es vielleicht unser Gebiet auch so rum. Könnte ein Schuh draus werden. Wir brauchen dringend Eisen. Ja, wir haben da, glaube ich, wenigstens zwei Bergwerke, die nicht mehr als solche bezeichnet werden können, weil die nichts mehr abbauen können. Holz- und Steinbergwerke ist immer noch da. Oder Bergbau vielmehr. Eisentagebau, das ist das, was... Oh, was ich brauche. Jo, dann setze ich den mal so rum. Ey. Vielleicht einen größeren Abstand. Einen Moment mal, ich muss das mal ganz kurz mir mal ein bisschen genauer anschauen. Ja. Probieren wir es mal. Also, einmal ganz klar, ne, hier so eine Verbindung. Aber kriege ich vielleicht auch hier noch eine hin? Das sieht ganz gut aus. So eine Parallelgeschichte hier hin. So in diese Richtung dachte ich mir das. Okay, dann haben wir hier Stein. Da haben wir Eisenerz. Da ist schon der Kupfer. Hier ist auch Eisenerz. Immerhin. Nicht viel, aber der Namdos freut sich. Moment, wo war es denn jetzt wieder? Mein beliebtes Suchspiel. Ja, und ich bin immer noch ein bisschen unglücklich hier mit den Fenstern. Ne? Die kann man nach wie vor leider nicht verschieben. Ob das jemals kommen wird, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Muss man abwarten. Ich kämpfe immer noch mit mir, den Leuten da in Discord eine entsprechende Nachricht zu unterlassen. Werde ich vielleicht einfach mal machen. Vielleicht wurde das auch schon getan, keine Ahnung. Ich war da schon, ich habe mir das schon so ein paar Einträge angeguckt. Die Liste ist endlos. Und ganz ehrlich, ich habe nicht die Zeit, mir alle Einträge da anzugucken, um das zu schauen, ob da vielleicht schon irgendjemand
einen vergleichbaren oder genau den gleichen Vorschlag gemacht hat, hier von wegen, bitte mal die Fenster hier zu verschieben, also verschiebbar zu machen. Ich vielleicht möchte das einfach mal, ich schreibe da mal hin. Mehr als nicht reagieren können die im Prinzip nicht. So, okay. Wir haben andere Probleme. Wir haben, ne, Kohle ist nicht unser Problem, Kohle haben wir genug. Silbererz ist auch so ein bisschen vorhanden, aber auch nicht so üppig. Auch nicht so üppig. Was haben wir hier vorne? Stein. Also was wir auf jeden Fall haben, ist Stein. Und Kupfer. Wir werden mit Sicherheit irgendwann mal auf eine Insel treffen. Da werden die uns zuschmeißen mit Eisenerz. Aber Stein kannst du dann da wahrscheinlich dann suchen. So wie ich jetzt hier Eisenerz suche. Okay, hier habe ich schon Silbertag. Moment, ist das unser? Ich muss mal gucken, weil hier ist jetzt genau die Grenze. Ne, das ist unser. Hier wird schon Silber abgebaut. Hier wird Eisen abgebaut. Die sagen, das ist voll. Selbst das Lager ist voll. Das überrascht mich in mehrerlei Hinsicht, weil wir haben doch hier diesen Handelsposten. Und soweit ich weiß, die einen wollen Silber. Da sind wir ja... Schmelzhütte? Schmelzhütte? Lagerbestand... Kann ich ab... Oh, das Personal ist hier immer noch unvollständig. Oh, was braucht der? Schmelzer. Brauchen die Zangen? Ich habe wahrscheinlich keine Zangen. Da beißt sich dann die Katze in den Schwanz, wie man so schön sagt. Moment mal, das ist Taverne. Ich habe ja hier Verarbeitung. Ich kann es mir nicht merken, wo jetzt was ist. Das ist ja auch als bekannt Ausbildung und... War das das? Rüstungsschmiede? Kunstschmiede? Wo ist denn Waffenschmiede? Nee, alles nicht richtig. Werkzeugschmiede, genau. Da will ich hin, da ist die Werkzeugschmiede. Nein, das ist ein Wohnhaus, da ist die Werkzeugschmiede. Wieso machst du nichts? Mach mal hier so ganz schnell so 5 oder besser vielleicht sogar 6 Zangen. Dann kriege ich 2. Moment, eine wird gebraucht, dann machen wir... 7. Dann wird der eine besetzt und dann habe ich noch für 2 weitere Hütten entsprechende Zangen. Beziehungsweise für die Mitarbeiter dort entsprechende Zangen in Arbeit und so weiter und so fort. Gut. Der ist dabei, das ist cool. Der hat auch die entsprechenden Materialien, hoffe ich. Lagerbestand. Der hat alles bis auf Eisenbahn. Kupfer hatte. Jetzt kriegt er auch Eisenbahn. Alles kriegt er geliefert, alles gut. Wir sind noch gut dabei. Wo ich gerade die Geschichte habe, der ist jetzt auch am Meckern. Was fehlt da? Herstellung im Gang, Moment. Der hat doch. Ach, da habe ich eine Priorität gesetzt, ne? Die brauche ich nicht mehr. Das hat sich mit der Priorität erledigt. Wie sieht es hier aus? Der hat immer noch 6 Einheiten Eisenerz hier rumfliegen. Solange muss das Ding hier bleiben. Die ist allerdings deaktiviert. Ne? Die ist nicht mehr. Aufträge, Eisenerz. Ich mache mal Folgendes. Ich speichere mal eben. Ganz schnell. Sorry, liegt auch mal einen neuen Speicherplatz vorsichtshalber an. Nein, nicht zum Desktop. Zurück zum Spiel. Mein Gott. So. Wenn ich jetzt den Haken da rausnehme, verschwindet das dann? Also ich will nicht, dass das verschwindet. Ne? Ich will nur, dass der bleibt. Okay. Ne, der soll nichts mehr machen, weil hier nichts mehr zu holen ist und so. Ne? Und die sind ja dann auch freigestellt. Ne? Hier ist auch niemand mehr. Das Gebäude ist deaktiviert. Ja gut, normale Priorität, das ist egal. Die Waffenschmiede hat im Augenblick nichts zu tun. Ich bin mal so frei und lass das auch mal so. Die Schmelzhütte ist da voll im Gang. Achso, ja, klar, ich brauche Schmelzer, ich brauche nicht hier. Eisentagebau, den brauche ich auch was später. So, hier ist ein Wachturm, der wahrscheinlich auch weg kann. Aber da hatte ich ja schon mal angesprochen, ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit das Ding nicht vielleicht doch noch irgend sowas wie eine Schutzfunktion hat, für den Fall, dass hier irgendwelche Leute reinmarschieren. Das weiß ich nicht. Rüstungsschmiede pausiert.
Hatten wir nicht noch eine andere? War das hier nur der, Moment mal, Eisentagebau? Ich hüpfe mal hier so ein bisschen rum. Heute ist Hüpftag. So, da. Oh, der hat sogar 14. Der ist aber auch am Ende seiner Möglichkeiten angelangt, weil hier nichts mehr zum Abbauen ist. Hier ist ein bisschen Stein, ansonsten ist hier nichts. Dann kann ich hier den Haken auch rausnehmen. Das Ding ist deaktiviert. Okay, achso, nee, ich bleib hier mal. Damit ich hier weiter hüpfen kann. So, da sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Der ist davon, der ist voll dabei. Moment. Das Teil ist im Bau. Und damit sind wir rum. Okay. Das heißt, ich habe im Augenblick noch zwei Eisentagebau-Hütten. Ich nenne die einfach mal so. Die halt nur noch existieren, weil da noch Ressourcen sind, die im Lager sich in deren Lager befinden und die natürlich nicht verloren gehen sollen. Gearbeitet wird aber nicht mehr. Aber. Rüstungsschmiede ist abgeschlossen. Ja gut, da komme ich gleich noch zu. Hoffe ich, dass ich das gleich noch gebacken bekomme. So, okay. Also für die Eisenproduktion bzw. für den Abbau von Eisenerz ist erstmal noch gesorgt. Auch wenn jetzt nicht so üppig. Aber. Das ist ein Nachtturm. Achso, der Zimmerer ist unterwegs. Okay. Wie sieht es mit den Zangen aus? Ich sehe da zwei Zangen rum existieren. Das heißt, die Schmelzhütte müsste jetzt demnächst. Also der ist unterwegs. Ne? Also da haben wir schon eine positive Rückmeldung, dass sich da so langsam was tut, damit hier der Handelsposten entsprechend tätig werden kann. Kein Handel ausgewählt. Achso, ja, weil ich noch kein Silber habe. Klar, also kann schlecht was anbieten, was ich nicht habe. Oder zumindest nicht entsprechender Moment. Aber was habe ich denn hier? Silberbarren 62 verfügbar. Sofort den Handel aktivieren. Start. So. 65 wollen die haben. Das ist überhaupt kein Problem, sehe ich gerade. Ich habe mehr Silber, als ich gedacht habe. Okay. Sollte vielleicht mal gelegentlich die Statistiken da so ein bisschen im Auge behalten. Das kann ich wieder ein bisschen kleiner machen. Also dort mit der Karte ist schon eine feine Sache. Ja, dass man da also auch die Ressourcen erkennen kann, wenn man denn weiß, welche Farbe, welche Ressource kennzeichnet. Dann soll ich den, will ich los? Diebe? Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Wo sind, da oben sind die irgendwo? Aha, Moment. Ich verstehe. Okay. Da sind die Nachbarn aber noch dazwischen. Ja, so ein bisschen. Wir grenzen da auch an. Sind aber noch weit entfernt. Okay, ich habe hier einen Wachturm. Die Schmelzhütte ist auf der Seite der Nachbarn. Der Wachturm auch, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja doch. Das ist nicht mein Wachturm, das ist deren Wachturm. Ich habe hier einen Wachturm. Und ich müsste mich dann so in diese Richtung bewegen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ja, meine Leute sind ja eifrig dabei. Ich mach mal Folgendes. Erkundung, Expansion. Wir machen hier einen weiteren Wachturm von uns hin. Sicher ist sicher. Straße. Na gut, hier geht's. Das ist nicht das Thema, da kriegen wir hin. So, kurz und knapp. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich da vor? Hier sind untergebracht. Waldläufer. Da
habe ich Waldläufer. Hier werde ich wahrscheinlich... Da sind auch Waldläufer. Okay. Hm. Wo sind denn... Ich habe doch hier auch Leute, die hier andere Sachen machen. Da habe ich Soldaten. Terranwache. Okay. Da sind die. Dann würde ich die Veteranenwache, denn früher oder später wird der Turm sowieso seine Existenzberechtigung mehr oder weniger verloren haben. Dann werde ich die Veteranenwache hier hinsetzen und mache den Turm dann da weg. Und was mit den anderen beiden Türmen dazu geschehen hat, das muss ich noch schauen. Auf jeden Fall würde ich dann hier die Veteranenwache unterbringen wollen. Da sind die Diebe. Na gut, wie gesagt, das ist noch ein gutes Stück, aber trotzdem würde ich vorschlagen, vorsichtshalber. Oh. Verdammter Doppelklick. Ich setze hier ebenfalls nochmal so einen Wachturm. Da geht es nicht, aber hier geht es. Da geht das auch. Kriege ich den so ein bisschen gedreht? Also, so wird es eigentlich reichen. Dann setze ich da noch einen Wachturm hin. Ich weiß, der ist ja nah an dem anderen dran, aber das ist jetzt erstmal so ein bisschen auch aus der Situation geboren. Das Ganze. Dann würde ich da hier so ein Trupp Waldläufer hier, die beispielsweise. Das waren doch Waldläufer, oder habe ich noch falsch in Erinnerung? Nee, das sind sie. 9 Stück an der Zahl. Die dorthin transportieren wollen. Oder diese, das ist mir eigentlich egal. Vielleicht sogar noch diese. Ja, die hier so rumpatrouillieren und nichts zu tun haben. Die können sich dann nach dahin begeben und da dann rumpatrouillieren und nichts zu tun haben. Wir werden sehen. Cool. So, alles andere bleibt erstmal. Was ist hier? Du wirst von einem Dieb angegriffen. Achso, ja, alles klar, das war die Geschichte. Werkzeugschmiede hat das abgeschlossen. Wie sehen denn meine Werkzeuge aus? Okay. Das ist aufgegangen hier, die Rechnung. Die sind verfügbar und... Ah ne, die sind jetzt reserviert. Guck mal gerade. Schon wieder von ihm angegriffen. Okay. Also er hat ja nichts nichts im Vorrat so halt, ne? Folgendes. Einfach um das mal auszuprobieren. Ich mache mal überall nur eine 1. Geht jetzt nicht darum, ob das sinnvoll ist oder nicht, sondern ich will mal gucken, wie sich das jetzt hier im Lagerbestand dann letzten Endes auswirkt. Oder ob die Sachen da schon irgendwo hingebracht werden oder wie auch immer. Hier ist schon wieder irgendwie jemand. Die greifen hier meine Entdecker an, die sich da in der Gegend aufhalten. Entdecker, Erkundung und Expansion. Ich habe hier meinen Entdeckerposten. So, da habe ich das Fähnchen da hingesetzt. Also diese Markierung. Deswegen kriegen wir ständig Ärger. Sonst würde ich direkt da rein. Reicht. Setze ich den doch mal. Das geht nicht. Okay, dann setze ich den da so hin. So. Habe ich hier eigentlich schon alles auf? So. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Nein. Alles im grünen Bereich. Okay. Achso, Warengeschichte. Habe ich das jetzt entsprechend umgesetzt? Wo? Handel, Bevölkerung, Mahlzeit, Bergbau, Verarbeitung, Handel und Dingenskirchen. Ich habe 2 Handelsposten. Einer existiert genau hier. Der macht was?
Ah, der ist hier für die Eisengeschichte zuständig. Und das läuft. Läuft sogar relativ gut. Sehr schön. So, den habe ich ja jetzt gerade markiert. Dann kann ich zum nächsten hüpfen. Ah, und das auch läuft auch. Alle klar. Jo, sieht nicht verkehrt aus. Und er ist hier eifrig mit Produktion beschäftigt. Hervorragend. Hervorragend. So soll es sein. So. War Lager voll. Lager. Moment mal. Ich habe hier Kohle. Der macht Silber, das soll er auch. Folgendes, damit die Eisenproduktion auch mal so ein bisschen zügiger vorangeht, würde ich noch eine weitere Schmelzhütte hinsetzen wollen. Gut, hier kriege ich wahrscheinlich keine mehr hin. Das ist auch jetzt nicht so wichtig, dass die da irgendwie hinpasst. Aber vielleicht... Moment. Oder so. Keine Ahnung, ich probiere das mal aus. Okay, und der soll dann entsprechend Eisen produzieren. So, dann haben wir hier Kohle, da haben wir Eisen, dann kann der hier noch umschmelzen. Dann habe ich noch eine weitere Eisenschmelzhütte. Dann hängt das nicht alles nur an der einen hier unten rum. Und ja. Ach, hier habe ich auch noch eine. Die macht aber Silber. Genau. Wieso macht die beides? Moment, da ist irgendwas falsch gelaufen. Das ist nicht so gut. Aus irgendeinem. Ah, nee, Moment. Ich hatte wahrscheinlich die Überlegung gehabt, weil ich halt Eisen dringend auch brauchte, dass ich dachte, der sollte beides machen. Blöd ist natürlich, dass jetzt hier fünf Einheiten Eisenerz zum Existieren hat. Na gut, da müssen wir uns später drum kümmern. Ist jetzt da noch ein weiteres Lager entdeckt worden, gegnerisches? Das ist ein mysteriöser Ort. Das sind drei? Oh. Oho. Upsi. Tja, das könnte etwas heftiger werden. Ich denke, wir werden auch mit den Schemen noch nicht durch sein. Könnte ich mir vorstellen. Ne? Die. Ich guck jetzt nicht. Schon wieder. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt euch da nicht mehr aufhalten. Die machen ja alle, was sie wollen. Das hier mit dem Rechtsklick finde ich übrigens super. Ne? Dass man hier mit per Rechtsklick dann zu dem jeweiligen Gebäude kommen kann, ist schon mal eine sehr, sehr feine Sache. Achso, alles klar. Nee, das sind die mysteriösen Orte, die ich entdeckt habe. Hier irgendwo müssen die Diebe sein. Glaube ich. Da so, in der Gegend. Naja, dann hängt der natürlich hier, man sieht ja, ne, den Rahmen, da hängen die natürlich dann da auch rum. Komme ich da mit Rechtsklick auch? Nee, da muss man dann links klicken. Naja, gut, gibt schon mal was. Ich verstehe. Ja, die sind natürlich dringend mittendrin. Da rennen die natürlich dann auch immer mal wieder gerne dann dahin. Er ist schon wieder auf dem Weg. Okay, dann ist das so. Da wird auch gerade ein Wachturm gebaut. Das ist aber nicht von Unsinns, oder? Doch. Alles klar. Nee, ich habe erst gedacht, andere Perspektive und schon komme ich durcheinander. Wenn ich dann auch noch denke, ganz gefährlich. So, okay, ja, dann würde ich sagen,
Die nächsten Ärgernisse stehen uns bevor. Die Geschichte mit der Eisenversorgung ist erstmal so einigermaßen im Griff. Das war so einer meiner Sorgen noch in der letzten Aufnahmesession und vor allen Dingen so in der letzten Folge. Das geht jetzt einigermaßen. Alles andere müssen wir abwarten, wie sich das hier so weiterentwickeln wird. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für deine Unterstützung. Hilft mir sehr, freut mich sehr, dass ihr nach wie vor mit dabei seid. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Genießt die Zeit, macht's gut.